die sorglose Ataraxia der Stoiker jetzt kann mir nichts passieren, denn in diesem Moment bin ich ja da und ist nichts geschehen, was mich weggemacht hat. Was danach geschieht, spielt keine Rolle. Es fällt auch nicht nur das heraklitische nie aufhören können zu bewegende und das parmenideische immer stillstehen im unendlichen bodenlosen Fall zusammen. Es fällt auch zusammen, das Handeln und Nichthandeln zugleich. Habe ich in diesem Moment die höchste Leistung vollbracht, nichts zu tun, nicht zu handeln, dann habe ich gehandelt im Nichthandeln. Oder ich habe den Da-Moment genutzt und unwiderruflich eine Bewegung, ein Tun, ein Handeln, eine Poesis vollzogen, die unwiderruflich ist.